Ha, wie schön. Es ist endlich mal wieder ein neuer Tag und ich kann machen, was ich will hier in dieser Werkstatt, weil ich ja YouTuber bin. Ich baue jetzt einfach irgendeine Vorrichtung, die ich gar nicht brauche, mache irgendein blödes Video darüber und dann kann ich mich wieder auf die Couch legen und kann wieder weiterschlafen. Sehr gut, das Video hat 10.000 Aufrufe erreicht, ich habe 5.000 Euro im Monat schon wieder verdient. Geil, jetzt gehe ich wieder schlafen. Ich glaube, dass so oder ein ähnliches Bild viel im Kopf haben, wenn man sagt, dass man YouTube macht oder dass man YouTuber ist. Ich persönlich mache das übrigens nicht. Ich glaube, manche denken dann wirklich, okay, man macht ein, zwei Videos in der Woche, zeigt irgendwas, schaut sich irgendwelche Videos an, reactet auf Videos, lädt die einfach hoch, hat 5 Sponsoren im Hintergrund, von denen man irgendwie gar nichts mitbekommt. Und das war's auch. Man verdient jede Menge Geld. Man macht ja nur YouTube, ein paar Steuern bezahlen, okay, mal ein paar Rechnungen abgeben, okay. Aber mehr wird es ja wohl wahrscheinlich nicht sein. Ich glaube, dass wirklich viele so ein Bild im Kopf haben, wenn man sagt oder wenn man sieht, dass jemand ein bisschen mehr YouTube macht. Und um Gottes Willen, natürlich ist das nicht der Fall. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich einer der wenigen bin, der teilweise auch ein bisschen schauen muss, wie das Ganze halt eben in Zukunft weitergeht. Viele Dinge, von denen ihr im Hintergrund gar nichts mitbekommt, sind auch sehr, sehr teuer. Wenn man selbstständig ist, ist es auch generell oftmals so die Frage, funktioniert etwas, wo man sehr, sehr viel Zeit reinsteckt, vor allem sehr, sehr viel Geld, funktioniert das überhaupt? Das bekommt man im Hintergrund meistens nicht mit. Und deswegen gibt es auch manchmal solche Videos, in denen ich halt eben zeige, wo ich etwas ausprobiere, dass ich vielleicht ein neues Produkt baue, so wie auch in dem heutigen Video, darum wird es nämlich heute gehen, oder dass ich halt eben versuche, das Ganze in Zukunft weiterhin zu tun. Denn das funktioniert nur, wenn man immer wieder kreativ ist, neue Ideen einfach mal ausprobiert und neue Möglichkeiten halt eben für sich ausprobiert. Ich habe ganz, ganz oft ganz große Bedenken, ob das eben halt so funktioniert, sei es halt eben einfach nur der Jahresabschluss, wenn man dann nochmal sieht, dass man richtig viel Kohle abgeben darf oder andere Punkte. Jeder, der jetzt sagt, der ist noch nicht lange genug dabei, der kennt sich sowieso nicht aus. Aber oftmals passiert sowas dann in den ungünstigsten Gelegenheiten. Manchmal kommt dann noch jemand dabei. Auf meinem Werkzeugkanal habe ich es nämlich ein bisschen genauer beschrieben, dass man dann noch von Chinesen in dem Fall so ein bisschen kopiert wird und dann manche Produkte, die wichtig waren für das komplette Konzept, dass die gar nicht mehr gelaufen sind. Das meine ich damit, manchmal passieren unvorhergesehene Dinge, die dann wirklich ganz schön blöd sind. Und da muss ich auch selbst manchmal ein bisschen schauen, funktioniert das alles so? Funktioniert das nächste halbe Jahr so? Ich kann es natürlich auch verstehen, wenn dann jemand ein Video macht, okay, alle YouTuber sind Schmarotzer, weil der hat das gestellt bekommen und der hat das jetzt auch gestellt bekommen, eine Woche später und man sieht nur noch das gleiche Schreibtischgestell oder nur noch diesen Weber-Dickenhobel. Was man hier halt eben nicht vergessen darf, ist, dass manche wirklich alles dafür geben, dass sie das hier tun können. Dass man halt eben kostenlos Videos ins Internet stellt, die sich Zuschauer oder die sich Menschen halt eben anschauen. Ich finde, man sollte da nicht mit der großen Keule immer den Leuten hinterherlaufen und sagen, das ist gestellt, du schlimmer Mensch. So kommt es mir persönlich halt eben mal vor. Punkt Nummer 1 ist die richtige Planung. Ich muss jetzt erst alles planen, damit ich auch in einer anderen, nicht chronologischen Reihenfolge Teil herstellen kann, damit die in der Zwischenzeit, wie zum Beispiel das Holz, trocknen können. Also, Schritt Nummer 1 ist Planung. Schritt Nummer 2 sind die Holzarbeiten. Die müssen natürlich noch trocknen, deswegen ist das direkt der nächste Schritt. Schritt Nummer 3 sind die Zuschnittarbeiten und Schritt Nummer 4 sind die Schweißarbeiten. Und im 5. Schritt werden wir alles fertig machen, damit wir es halt eben zusammenfügen können und wir im Endeffekt hoffentlich ein ganz, ganz schönes Möbel haben. Ich werde mal schauen, dass ich vielleicht was auf der Webseite fertig mache oder irgendwie eine Kontaktmöglichkeit, wenn da halt eben Interesse besteht. Das Ganze wird auch versendbar sein, das heißt, muss nicht hier in der Nähe sein, aber schau doch dazu einfach in die Kommentare, wenn dich das Ganze interessiert. Also, wir gehen an den Computer und werden jetzt erstmal alles in Ruhe zeichnen. Bei der Planung ist es mir jetzt wichtig, dass ich die Maße auch so auswähle, dass das Möbel später komfortabel ist. Es soll auch schöne Abmaße haben und es soll proportional sein und damit geht es jetzt halt eben los. Die Planung ist erledigt, als nächstes geht es mit den Holzarbeiten los. Dafür brauchen wir erstmal das notwendige Holz und das besorgen wir uns hier aus der Kiste.
während der Holzleim im Hintergrund trocknet, habe ich eine kleine Info für euch, denn es geht jetzt um den Sponsor des heutigen Videos und das bin ich. Auf meiner Webseite findet ihr derzeit ganz viele neue Produkte. Da sind wir derzeit dran, das Sortiment ein gutes Stück zu erweitern. Manche Produkte sind auch im Sommer Sale. Deswegen schau unbedingt auf meiner Webseite vorbei. Und was wir jetzt auch neu im Repertoire haben, sind Drechselrohlinge. Das sind teilweise Querholzrohlinge, Kanteln als Längsholz, wenn du zum Beispiel einen kleinen Kerzenständer drechseln willst. Wir haben auch B-Ware, das ist vielleicht für die Messerbauer interessant, die hier mit Epoxy arbeiten. Und dann haben wir noch ein paar andere Sachen. So viel will ich jetzt aber nicht vorwegnehmen. Während das hier jetzt im Hintergrund trocknet, gehen wir zur Kaltkreissäge und werden uns jetzt um die Metallprofile kümmern, damit wir damit später auch im Zeitplan weitermachen können. So, währenddessen das Gestell jetzt im Hintergrund trocknet, kann ich mich jetzt wieder um die Holzarbeiten kümmern. Und jetzt werden wir als erstes das Ganze mal auf Dicke hobeln. Und da bin ich richtig gespannt, wie das Ganze aus der Hobelmaschine rauskommt. So Leute, was soll ich sagen? Unser kleiner, aber feiner Designer-Hocker ist jetzt fertig. Also Leute, ihr habt den Stuhl gesehen oder den Hocker, wie man es nennen will. Und ich bin richtig happy, wie das Ganze geworden ist. Ich finde, das Design sieht echt ganz schick aus. Und halt eben die Kombination zwischen dem dunklen Metall und dem hellen Eschenholz bzw. dem hellen Buchenholz gefällt mir richtig, richtig gut. Eine wichtige Sache, die ich noch im Video hier ergänzen will, ist, dass das Gestell, wenn ich nochmal so einen Stuhl bauen würde, dass das auf jeden Fall pulverbeschichtet wird. Das hier ist jetzt einfach aufgrund der Kürze der Zeit, dass ich es halt eben selbst lackiert habe. Aber wenn ich den für jemand anderes machen würde, würde ich auf jeden Fall das Gestell pulverbeschichten. Also, wenn ich dein Interesse jetzt geweckt habe, dann kannst du mich sehr, sehr gerne kontaktieren. Schau einfach mal unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, kann man verschicken. Ich habe es extra so designt, dass man es halt eben auch auseinandernehmen kann. Und das finde ich jetzt eine richtig, richtig coole Sache. Ich bin richtig, richtig happy. Vor allem wird meine Freundin wahrscheinlich auch super happy sein, denn da können wir jetzt wieder ganz viele Pflanzen draufstellen und da sieht das Ganze dann nochmal eine Schippe schöner aus. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Projekt. Vor allen Dingen die WIG-Arbeiten haben auch sehr, sehr gut funktioniert. Das soll es ja heute gewesen sein. Wenn du mehr Lust auf solche Projekte hast, denn ich werde in Zukunft noch ein paar weitere Prototypen bauen, dann abonniere doch sehr gerne den Kanal, dann wirst du auch in Zukunft wahrscheinlich nochmal das Video vorgeschlagen bekommen. Würde mich sehr, sehr freuen. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos und bis zum nächsten Video wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Ciao!